Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir konnten das alle in der Zeitung lesen diese Woche. Die CSU in Bayern ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Aber ich kann Sie beruhigen, trotz jüngerer Verwerfungen gibt es bisher keine Hinweise auf eine Urheberschaft in NRW oder gar in der NRW-Staatskanzlei. Hier handelt es sich um das Anmelden falscher, fiktiver CSU-Mitglieder. Herr Laschet darf sich also freuen, nicht jeder Söder-Fan ist eine echte Person aus Fleisch und Blut. Dementsprechend hält sich hier auch der Schaden in Grenzen. Das ist nicht immer so. Insgesamt 533 Millionen Facebook-Nutzer waren zum Beispiel im Jahr 2019 von einem Datenleak betroffen. Diese Daten, darunter sogar die Telefonnummern von 6 Millionen Deutschen, fanden sich kürzlich in einer im Internet frei zugänglichen Datenbank. Unter den Betroffenen auch 50 Abgeordnete des Deutschen Bundestags. Bei einem anderen Angriff wurden nach bisherigen Erkenntnissen 14 Landes- und Kommunalpolitiker aus Nordrhein-Westfalen zum Opfer. Einigermaßen schnell nahmen sich die Sicherheitsbehörden Verfassungs- und Staatsschutz des Problems an, informierten die betroffenen Mandatsträger und bemühten sich, den Schaden zu begrenzen. Und dafür auch vielen Dank von unserer Seite an die beteiligten Beamten. Allerdings die knapp 6 Millionen betroffenen Nichtpolitiker, die dem Facebook-Angriff zum Opfer fielen, dürfen auf eine so umfassende Betreuung nicht hoffen. Vermutlich wäre das auch schwer umsetzbar. Zumindest direkt informieren hätte man sie aber ohne größeren Aufwand können. Dazu ist allerdings niemand wirklich verpflichtet. Und so erfuhren die allermeisten Betroffenen erst Tage oder Wochen später aus der Zeitung von dem Datenleak oder eben auch gar nicht. Und viele von ihnen wurden folglich zu leichten Opfern von SMS-Phishing-Attacken und ähnlichen Folgeangriffen, die mit den erbeuteten Daten durchgeführt wurden. Facebook ist leider nicht verpflichtet, die Nutzer über den entstandenen Schaden zu informieren. Dabei wäre das für ein Kommunikationsunternehmen ja ausgesprochen leicht umsetzbar. Es fehlt hier am Willen. Vielmehr setzt man im Unternehmen auf die Vergesslichkeit der Verbraucher und darauf, dass sie sich an solche Fälle in Zukunft schon gewöhnen werden. Das ist keine Spekulation, sondern geht tatsächlich aus einer internen E-Mail hervor, die der Blaue Riese versehentlich an einen belgischen Journalisten geschickt hat. Meine Damen und Herren, es wird hier ja gebetsmühlenhaft wiederholt. Daten sind das neue Gold. Und um im Bild zu bleiben, wenn Sie Ihr Gold bei einer Bank ins Schließfach legen und dieses aufgebrochen wird, dann erwarten Sie völlig zu Recht, dass Sie darüber informiert werden. Die Bank darf keine Güterabwägung vornehmen und sich da irgendwie herausfinden. Die Banken des 21. Jahrhunderts aber, die buchstäblichen Datenbanken, dürfen das. Und der Verbraucher steht im Regen. Die Datenschutzgrundverordnung, auf die man in Brüssel ja so furchtbar stolz ist, die in Wahrheit aber nur vieles komplizierter und nichts wirklich sicherer gemacht hat, hat an diesem Missstand nichts geändert. Und das, obwohl Verbraucherschützer das seit Jahren anmahnen. Und nicht nur Sie, auch der Vertreter des Innenministeriums, der uns kürzlich im Digitalausschuss zu den jüngsten Hackerangriffen berichtete, äußerte sich ebenfalls unmissverständlich in dieser Richtung. Folglich kann man von einer Landesregierung, die sich ja in kurzen Abständen selbst dafür lobt, wie toll sie Digitalisierung kann, erwarten, dass sie solche Probleme angeht und nicht auf andere wartet. Das sehen wir allerdings nicht. Das Internet, die Digitalisierung sind riesige Chancen, das haben inzwischen alle erkannt, aber große Chancen gehen eben immer auch mit großen Risiken einher und denen muss man sich dann genauso stellen. In diesem Sinne freuen wir uns auf die Beratung im Ausschuss und werden dort auch eine Anhörung beantragen, die uns vielleicht alle ein bisschen weiterbringt, auch wenn Sie dann am Ende, wie üblich, unseren Antrag aus sachfremden Gründen ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Tritzschler.